hier Updates zur KTM XC Freeride Elektro Enduro. Die brennendste Frage ist natürlich, die hält der Akku wirklich 1,5 Stunden, wie von KTM angegeben? Und dazu kann ich sagen, ja, das tut er. Er hält sogar noch ein bisschen länger, das kommt aber extrem drauf an, in welchem Modi ihr fahrt und was für ein Untergrund. Also hier ein bisschen in der Grube, Funride, Steilauffahrten, mit den Jungs ein bisschen quatschen. Im Mode 1, 2 macht sie locker 1,5 Stunden. Wenn man aber jetzt, so wie ihr das jetzt hier seht, auch mal mit auf Stufe 3, auch mit ein bisschen tieferem Untergrund, so wie hier es ein bisschen matschig fährt, dann ist es halt auch mal schnell nur 1 Stunde 10 Minuten oder so, 1 Stunde 15 Minuten. Aufladen kann man den Akku oder dieses Powerpack in 2 Stunden im Normalmode oder 1,5 Stunden im Fast Charge Mode. Ja, ob das natürlich das viele Geld rechtfertigt, was das Motorrad kostet, das bleibt jedem selber überlassen. Fakt ist es auf jeden Fall, es macht abartig Spaß und das sieht man, glaube ich, auch. Schlecht an der Karre ist die sehr, sehr kopflastig, also durch das Gewicht und den Akku, denke ich, ist es echt extrem wichtig, nicht so sehr an die Vorderbremse zu gehen, weil sonst wirft es einen ab. Und der 12-Volt-Akku, die hat noch einen kleinen 12-Volt-Akku, den sie braucht, um nachdem man die Zündung betätigt hat, dann die Ecke hochzufahren. Und dieser 12-Volt-Akku geht gern leer. Da muss man aufpassen, nicht, dass man nochmal in der Grube steht und die Karre geht nicht mehr. Den 12-Volt-Akku lädt das Motorrad mit, wenn man den Powerpack im Motorrad lädt, was ich nicht tue, sondern das Powerpack immer draußen extra lade. Und dann ist die 12 Volt extra Batterie mal schnell leer. Also da aufpassen. Wird mich nicht explizit so drauf hingewiesen. Und die zwei wirklich großen Vorteile von dem Bike haben wir schon angesprochen. Extremer Fahrspaß und eben das Ding macht halt kein Geräusch. Das ist ein paar Mal erlebt, dass Leute entlang gelaufen sind und sich überhaupt nicht drum gekümmert haben. Für die Leute bist du ein Mountainbiker oder sowas. Und deswegen interessiert es wirklich niemanden, was du da tust. Und das ist wirklich ein unglaublicher Vorteil bei uns im Sport. Ja, gut. Das war's. Absolutes Funbike. Ja, voll.